wirst du derart aus der Rolle fallen. Sollte doch niemand merken, dass du wieder sehen kannst. Dass du dein Spiel so lange durchgezogen und jetzt das. Hier. Den Verlobungsring, den brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt hast du endlich einen Grund, die Hochzeit abzusagen. Immer zu, mit Tränen kannst du nicht wieder gut machen, was du mir angetan hast. Hallo. Ey, raus hier. Was ist denn los? Ja, ich mach die Hochzeitstorte, das soll eine Überraschung werden. Ich schau doch gar nicht hin. Das will ich hoffen. Was ist? Ich sehe dir gern bei der Arbeit zu. Ja, das geht jetzt aber nicht. Also, was gibt's denn? Ich wollte dir danken. Danken? Ja. Dafür, dass du Katharina dazu gebracht hast, mir die Wahrheit zu sagen. Oh, hat sie es dir gesagt? Ja. Ich kann's nicht fassen, dass sie mir so lange was vorgemacht hat. Katharina hatte große Angst. Wie konnte sie glauben, dass eine Ehe Bestand hat, die auf einer Lüge aufgebaut ist? Hm? Wie kann sie das glauben? Aber die Hochzeit findet doch statt. Ich weiß es nicht. Wie bitte? Dieser Vertrauensbruch. Ich weiß nicht, ob ich darüber hinwegkomme. Meine Güte, ich habe Katharina dazu gebracht, dir die Wahrheit zu sagen, um euch zu helfen und nicht um euch zu trennen. Glaubst du also, dass wir jetzt noch glücklich werden können? Ich weiß es nicht. Aber ich finde, du solltest nicht so hart mit ihr sein. Sie hat wirklich eine Menge durchgemacht, auch wegen mir. Das darfst du nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ich ihre Lügen vergessen kann. Dann denk mal daran, was ihr zusammen durchgemacht habt. Du kriegst mit Katharina eine Frau, die immer an deiner Seite steht, die dir so viel verzeiht. Und das glaubst du wirklich? Überleg dir gut, ob du so eine Beziehung wirklich wegwerfen willst. Willst du gehen? Ja. Ich zieh noch heute aus. Es ist besser, wenn wir nicht länger unter einem Dach wohnen. Katharina, bitte lass uns noch mal in Ruhe darüber reden. Wozu denn? Ist doch alles gesagt, dass ich dich liebe. Das weißt du, dass ich dich ewig lieben werde. Den Koffer, den holt Xaver. Katharina, bitte warte. Bitte geh nicht. Ich will nicht, dass du gehst, bitte. Ich kann nicht ohne dich sein. Ist das denn ernst? Du verzeihst mir. Ich will dich nicht verlieren. Überleg dir gut, ob du so eine Beziehung wirklich wegwerfen willst. Mann, wo habe ich denn meinen Personalausweis hingetan? Wofür brauchst du denn den? Für Standesamt, falls sie beiden doch noch heiraten. Ach, natürlich, in der Dokumentenmappe. Ja, den nehme ich. Maxim hat ja einen exklusiven Geschmack. Tanja? Ach Mann, jetzt, wie sieht das jetzt aus? Sag mal, weißt du, wo die Aussage ist? Was ist eine Aussage? Nee, jetzt sagst du, du findest die Zeugenaussage nicht mehr. Ich bin mir so sicher, dass ich die da reingetan habe, zu allen Zeugnissen und Urkunden. Ja, du brauchst nicht blättern, ich habe die Mappe schon dreimal durchgesucht. Vielleicht hast du es ja woanders hingelegt.
Zwischen die Wäsche, unter die Matratze? Nein, ach Quatsch, ganz bestimmt nicht. Fernsehkrimis verstecken Sie das auch noch im Klokasten. Ach, Tanja, ich tue doch die Aussage nicht im Klokasten. Ja gut, vielleicht hast du ja den Zettel irgendwie da rausgetan, woanders hingelegt, dass du es nur vergessen. Nein. Bitte, du denkst doch jetzt nicht, dass ich... Nee, ich verstehe es nur nicht. Denk mal bitte ganz genau nach. Sag mal, kannst du mal klarkommen? Tanja, ich verdächtige dich doch nicht. Ich vertraue dir doch, das weißt du. Naja, das hat sich aber gerade ganz anders angehört. Nein, das hast du falsch verstanden. Ich meinte nur, es hätte ja sein können, dass du vielleicht noch warte, mal... Warte. Maxim. Maxim, was soll das heißen? Ja, das ist ja wohl der Einzige, der in Frage kommt. Ja, aber der war doch nicht hier allein in der Wohnung, das hättest du doch gemerkt. Okay. Ich bin aber alleine duschen gegangen. Ah, okay, gut, ja. Mhm. Das dauert für gewöhnlich so lange, dass man eine ganze Wohnung ausräumen kann. Das ist doch so ein Mistkerl, ich fasse ja, jetzt warte mal, warte mal, der hat ja überhaupt keinen Grund, die Aussage zu machen. Ja, Und was, wenn ihn jemand angestiftet hat? Wer denn? Ja, weiß ich nicht. Werner Saalfeld zum Beispiel. Das könnte Werner. Auch sein. Ja. Der kann was erleben. Wie jetzt Werner, oder was? Nein, Maxim. Schnapp ich ihn. Schau mich an. Weißt du, ich... Ich glaub, dass ich dein Gesicht nie wieder sehen könnte. Dass ich nicht sehen werde, wie dein Haar grau wird oder dein Gesicht faltig. Dann wäre dir wahrscheinlich einiges erspart geblieben. Du wirst mir auch gefallen, wenn du alt und grau bist. Trägst du ihn wieder? Also meine Blindheit, die war wirklich schrecklich. Aber die Zeit danach, als ich euch alle angelogen habe, die war fast noch schlimmer. Lass uns diesen ganzen Albtraum vergessen. Ja. Lass uns nach vorne schauen. In die Zukunft. Wir können sie jetzt beide sehen, oder? Klar und deutlich. Weißt du was? Nach der Hochzeit möchte ich mit dir eine richtig lange Reise machen. So richtig schöne Flitterwochen. Romantisch, das wäre doch genau das Richtige. So wunderbar, aber das Hotel braucht dich. Ja, leider. Wir sollten die Sache so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Alle informieren, dass ich wieder sehen kann. Ja, besonders meine Eltern sollten es sofort erfahren. Wie sie wohl reagieren werden. Was sie von mir denken. Mach keine Angst. Ich lasse mir was Plausibles einfallen. Ja? Weißt du was? Am besten mache ich das sofort. Hm? Ich bin gleich wieder da. Hey, keine Angst. Ich liebe dich. Gibt es wieder Probleme mit der Hochzeit? Ganz im Gegenteil. Ja, dann raus mit der Sprache. Stellt euch vor, Katharina kann wieder sehen. Ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Wie ist das passiert? Eine Spontanheilung. Ausgerechnet am Tag vor der Hochzeit. Das ist wie ein Wunder. Ja, und wie genau? Naja, sie ist über eine Teppichkante gestolpert, sie ist gestürzt. Lass mich erzählen. Ich will nicht, dass Alexander euch meinetwegen anlügt. Setz dich, Katharina. Nicht heute ist das passiert, sondern schon vor ein paar Wochen. Du kannst seit Wochen wieder sehen? Ich habe euch was vorgemacht. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Warum hast du das getan? Weil... Ich hatte einfach Angst, Alexander würde die Hochzeit absagen, wenn ich nicht mehr blind bin. Du hast geglaubt, Alexander heiratet dich nur aus Pflichtgefühl? Deswegen
wollte ich ihm erst von der Spontanheilung nach der Hochzeit erzählen, aber... Bitte, bitte verzeiht mir. Naja, wir werden ein bisschen Zeit brauchen, aber wenn Alexander dir verzeiht, dann können wir das auch. Nicht wahr, Werner? Ja, wenn ihr euch einig seid. Mehr anzeigen. Die Aussage ist weg. Ob er selbst dahinter steckt? Hat er die Aussage klauen lassen? Aber wie soll er das gemacht haben? Ich traue ihm das nicht zu. Andererseits, er hat schon so oft gelogen. Oh, Alexander und Katharina heiraten wirklich. Aber wie schwer es auch ist, ist es richtig. Er hätte gedacht, dass ausgerechnet ich den beiden mal helfen würde. Bitte entschuldigen. Das, was ich gesagt habe, das tut mir leid. Schon gut. Ich war auch nicht besonders nett zu dir. Das heißt, wir vertragen uns wieder? Klar. Ich bin so froh. Jetzt wird alles gut. Alexander hat mir verziehen und meine Schwiegereltern auch. Ja, verzeihen kann so schwer sein. Manchmal ist das, was passiert ist, einfach... zu schlimm. Ja. Was ich getan habe, das war wirklich schlimm. Aber Alexander hat gesagt, ohne Verzeihen, da gibt es keine Zukunft. Ja, da hat er recht. Manchmal muss man einfach über seinen Schatten springen. Ich bin so froh, dass er so großartig reagiert hat. Sonst wäre ich meine Schuld wahrscheinlich nie losgeworden. Damit wäre niemand glücklich. Ich frage dich jetzt nochmal, willst du morgen meine Trauzeugin sein?